So, Friese sitzt, ein paar Haare sind noch locker. Hi und herzlich willkommen zum Theorie-Donnerstag, Episode 4 mittlerweile. Ja, heute, wir haben Mittwoch, ich komme gerade vom Trim, die Fahrt, meine Hände sind noch ein bisschen dreckig, aber legen wir los. So, mir ist gerade die Kamera abgestürzt. Egal, Leute, neues Video, neuer Donnerstag, neues Theorievideo. Ihr wisst, ich möchte es immer so leicht wie möglich euch beschreiben. Und zwar, es geht heute um die Abduktion und Adduktion. Ja, ihr kennt bestimmt alle die Abduktorenmaschine und die Adduktorenmaschine, indem ihr im Fitness immer die Beine zusammen und Beine wieder zusammen machen, auseinander machen müsst. Ja, und was bedeuten diese beiden Begriffe Abduktion und Adduktion? Sind eigentlich nur ja, Bewegungen unseres Körpers in anderen Worten. Zum einen, ich mache es hier mal vor, ich hoffe, ihr seht das richtig. Wir haben hier unser Schultergelenk. Unser Arm ist jetzt gerade hier an unserem Torus, an unserem Brustkorb. Das heißt, wenn wir den Arm wegführen von unserem Brustkorb, dann machen wir eine Abduktion. Das heißt, wir gehen von unserem Körper weg. Wenn wir unseren Arm zu unserem Körper, zu unserem Brustkorb wieder hinführen, ist es eine Adduktion. Also, Abduktion, Adduktion, und das könnt ihr an eurem Körper auch machen. So ganz typische Abduktoren in unserem Körper ist der Gluteus Maximus, das heißt der große Gesäßmuskel, und im Endeffekt ist das ganz einfach erklärt. Abduktion, Arm wegführen, Adduktion, Arm hinführen. Ja, und so leicht sind Bewegungsübergänge schon wieder erklärt, und ihr wisst wieder, was Abduktoren und Adduktoren sind. Sind im Endeffekt nur die Muskeln, die unseren Arm oder unser Bein von der Körpermitte nach oben führen oder wieder zu unserer Körpermitte. Ganz laienhaft erklärt und ganz einfach, dass jeder checkt. Also wenn ihr jetzt jemanden im Fitness habt, der von euch wissen will, was heißt eigentlich Abduktion und Adduktion, könnt ihr es ihnen so ganz leicht erklären. Entweder ihr stellt euch hin und führt euer Bein nach außen weg und wieder zurück, oder ihr macht es einfach ganz normal mit dem Arm. Seitheben ist so ein ganz typisches Ding, also eine ganz typische Übung für eine Abduktion. Das heißt, ihr führt euren Arm mit Gewicht nach oben, eine Abduktion, und wenn ihr langsam in die Exzentrik wieder runter geht, dann ist es eine Adduktion. Was, wenn ihr noch nicht wisst, was Exzentrik ist, oh, wir kommen hier Besuch. Moment. Wenn ihr noch nicht wisst, was exzentrik oder konzentrik oder isometrisch heißt, dann klickt hier oben mal das andere Video an. Dann könnt ihr es euch reinziehen. Snoopy. Ich drehe hier gerade ein Video. Moment. Ja, der liegt im Schreibtisch über alles. Und ja, sorry. Und ein typisches Abduktionssyndrom haben alle Bodybuilder. Also wenn ihr euch mal googelt, was ein Abduktionssyndrom ist, dann wisst ihr, was die Krankheit für... Jetzt bin ich völlig durcheinander. Danke, Snoopy. Danke. Nein, auf jeden Fall. Leute, jetzt wisst ihr, was Abduktion und Adduktion heißt. Und wenn ihr jemanden mit Abduktionssyndrom seht, seht ihr wahrscheinlich an der Fibo dann genügend. Kleiner Spaß beiseite. Krankheitsbilder sollte man nie verarschen. Könnt ihr mal googeln und die Bilder anschauen. Ja. Dann wisst ihr, was los ist. Und übrigens, ich bin am Freitag und am Samstag auch auf der FIBO. Ich würde mich freuen, wenn wir den einen oder anderen treffen, sehen. War ein kleines Durcheinander-Video mit dem Hund, mit ja, allem. Aber jetzt wisst ihr, was Abduktion und Adduktion heißt. Ja, Leute, bleibt positiv. Ich hoffe, ihr habt das Video genossen. In diesem Sinn wünsche ich euch einen schönen Donnerstag. Ich kann es schon gar nicht mehr abschließen. Freut euch auf die Vlogs von der FIBO. Freut euch auf die Fotos. Folgt mir auf Instagram. Hau ich unten in den ersten Kommentar fixiert rein. Und wir sehen uns am spätestens am Wochenende oder nächste Woche am Donnerstag. Bis dann.